Da muss ich jetzt kurz mal eine ganz spannende Zwischenfrage stellen, die mir sofort ins Hirn gekommen ist. Wir haben neulich einen Artikel über Celonis gesprochen. Celonis ist ja jetzt quasi im Moment in fast aller Munde, innerhalb der Branche, würde ich mal sagen, in aller Munde, die jetzt wirklich eine tolle Bewertung und eine tolle Finanzierungsrunde gemacht haben. Und deren Kerngeschäft ist ja letztendlich auch sehr ähnlich aufgebaut, aber sehr stark aufs Prozess optimieren, auf die Effizienzsteigerung. Und das, was du mir gerade beschreibst, das ist ein ähnlicher Ansatz, der aber extrem auf Kundeninteraktion ausgerichtet ist, was ich persönlich natürlich auch für sehr, sehr wichtig erachte, weil allein nur die Prozesseffizienz im Unternehmen macht noch nicht kundenorientiert. Absolut, genau. Also ich finde, das, was Celonis macht, ist sehr, sehr gut, also sehr, sehr clever. Und Effizienz ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor. Aber uns geht es tatsächlich um Effektivität. Dass man zur richtigen Zeitpunkt die richtige Information bekommt, die man dann nutzen kann, im Vertrieb zum Beispiel oder im Service, wo auch immer, oder in der Produktentwicklung, um tatsächlich die Win-Win-Geschäftsbeziehung zum Kunden erfolgreicher zu machen. Habt ihr das schon ein bisschen getestet mit Beta-Kunden, was ihr da jetzt dann in den nächsten Tagen vorstellt? Ist da schon so ein bisschen Ja, also Feedback? die ersten Assistenten gibt es ja tatsächlich schon. Die sind schon live. Und also zum Beispiel Picasso ist ja, also das ist ein klares Differenzierungsmerkmal, was wir im Markt auch heute schon haben. Und wir bringen jetzt eine ganze Latte von weiteren Assistenten. Und eine davon ist eben auch das Unternehmensdossier. Das Unternehmensdossier ist ja seit Jahren beschäftigen wir uns so wie du auch mit dem Thema Datenqualität. Aus unserer Sicht ist es überhaupt nur lösbar durch Referenzdatenbanken, dass in Referenzdatenbanken tatsächlich aktuelle, nachvollziehbare Daten drin sind, die dann die eigenen Daten entweder anreichern oder aktualisieren. Sodass, dass wenn es dort eine Änderung gibt, das entsprechende Basissystem das auch mitbekommt. Das ist ja das, ich sage mal, früher hat man immer gesagt, Hol- oder Bringschuld. Früher war im Prinzip die Frage, was muss ich tun, damit ich meine Daten aktualisiert bekomme. Heute kann man sagen, diesen Weg kannst du dir sparen, weil eben die Systeme in der Regel dir zumindest viele, nicht alle, aber viele Informationen zuspielen. Und wenn es eine Relevanz hat, kriegst du es auch noch angezeigt. Und das ist ja Exakt. das Und Entscheidende. Oder du kriegst sogar genau. eine Handlungsanleitung im Sinne von, du hast jetzt vorhin das Beispiel genannt, neuer Geschäftsführer, da macht man eine Willkommensstrecke oder eine Vorstellungsstrecke im Sinne von, hey, wir kennen Sie natürlich jetzt noch nicht, aber wir wollen uns gerne mal vorstellen oder da einfach eine Kontaktaufnahme anbahnen, die einfach auch jetzt nicht im typischen Sinne mit einem, ich sag mal, mit einem Mitarbeiter der zweiten oder dritten Hierarchiestufe ist, sondern das ist eine ganz andere Art. Und wenn sich der Mitarbeiter auf der Hierarchiestufe 3 geändert hat, ist dann das auch eine Handlungsanleitung, aber letztendlich auch eine andere in dem Fall vielleicht. Ganz Das ist ja genau. die Besonderheit, die man da steuern kann. Genau. Also übrigens bei den Assistenten, also diese Augmented Intelligence, soll immer auch so sein, dass das, was der Assistent empfiehlt, nachvollziehbar ist. Also dass man, wenn man jetzt sagt, ruf da an, weil sich dort was geändert hat, dann muss man auch sagen, was sich denn eigentlich geändert hat, ne? Dass es jetzt eben der Geschäftsführer ist. Oder wenn sich die Bonität verändert hat, wäre es natürlich gut zu wissen, okay, dem seine Verbindlichkeiten oder irgendetwas hat zugenommen. Also der ist, also warum, was hat sich denn überhaupt entsprechend verändert? Und Ja, jetzt klar. haben wir an dieses, also wir haben ja vor Jahren schon damit gestartet, dass wir eine European Identifier definiert haben, eine Unternehmens-ID, die wir in Zusammenarbeit mit Schufa, da kommen auch ein Teil der Daten her, vergeben haben und diese ID mit der ID dann die Daten vernetzen mit dem CRM oder auch ERP-Systemen. Wir haben ja auch andere, die das nutzen. Und damit vernetzen wir jetzt aber eine ganze Latte von ganz anderen Informationen noch, wie zum Beispiel eben die Unternehmensabschlüsse aus dem Bundesanzeiger, tiefe Profilinformationen, wo wir die Größe der Unternehmen und so weiter mit drin haben. Und wir haben eben auch jetzt eine Vernetzung mit deren Vernetzungsinformationen. Also zum Beispiel bei einer AG gibt es Vorstände und es gibt Aufsichtsräte und es gibt Aktionäre. Und die sind ja selbst in irgendeiner Weise mit anderen Unternehmen eben auch vernetzt. Und wir haben eine Vernetzungsdarstellung, wo du einfach siehst, also hier ist mein Unternehmen, da sind Leute, die daran beteiligt sind oder die irgendwelche Rollen entsprechenderweise haben. Und ich kann dann auf jeden Einzelnen draufklicken und dann ist der im Zentrum und ich sehe,
mit dem der vernetzt ist. Und gleichzeitig zeigen wir an, welche von diesen Informationen sind im CRM-System schon drin. Sodass du dir dann ausdenken kannst, mit wem könnte ich eigentlich Kontakt aufnehmen, um an ein Unternehmen zum Beispiel ranzukommen oder überhaupt die Potenziale zu sehen, dass ich habe ein Unternehmen und die ganzen Tochterunternehmen oder Partnerunternehmen. Das ist ja unser Erfolgsmodell im Vertrieb, ist ja eindeutig Referenzmarketing. Wir haben ja bei dem Schulterblick, den wir hatten vor 2 Monaten, glaube ich, war es, haben wir das auch gesehen. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass man also erkennt, okay, die Firma ist mit einer anderen Firma vernetzt oder man kann innerhalb von einer Konzernstruktur erkennen, wer spielt da alles eine Rolle, A, aus Personensicht, aber auch welche gesellschaftlichen Verflechtungen gibt es, weil wir haben gerade 2 Konzerne in der Beratung. In beiden Fällen ist die Diskussion eines typische, wenn man international aktiv ist, kommt eine Anfrage beispielsweise in Amerika rein und eine Anfrage kommt in Deutschland rein und die nächste kommt vielleicht noch in Asien rein. Alle kommen aber letztendlich mit dem gleichen Ziel, dass man den günstigsten Preis bekommt bei dieser Firma, die wir gerade betreuen. Und die haben jetzt gesagt, wir brauchen CRM plus ein paar andere Sachen dazu, damit wir nicht mehr ausgespielt werden können. Ja, also das kann nicht sein, dass die Kollegen, also das war jetzt auch gestern bei einem ganz anderen Projekt noch eine Frage, dass Guatemala hat auf einmal scheinbar in einer Länderorganisation die besten Verkäufe gemacht, weil Guatemala die günstigsten Preise gemacht hat. Also das ist natürlich der Blödsinn, weil letztendlich man macht sich interne Preise kaputt und mit solchen Wissen, das ihr da gezeigt habt und jetzt wahrscheinlich nochmal um einiges verfeinert habt, kann sowas nicht mehr passieren. Ja, da vielleicht, wir arbeiten ja für einige auch große Konzerne aus der Automobilbranche zusammen. Und da gibt es ja die sogenannten Flottenverkäufer, also wo ganze Flotten, und die machen das unheimlich gerne. Also die versuchen, die gegeneinander auszuspielen, weil das ja praktisch immer die gleichen Autos sind, insbesondere in Europa sind es die gleichen Zulassungen. Und die machen das, organisieren das aber im Hintergrund so, dass das der Kunde eigentlich gar nicht erkennt. Ja? Dass er hat dann wirklich das Gefühl, in Guatemala den besten Preis zu kaufen. Ja? Aber das ist halt genau der Preis, der innerhalb des Konzerns auch vereinbart wurde, der da angeboten wird. So dass also der Kunde sich gut fühlt und der Konzern nicht den Ausreißer hat, ja, oder es gegeneinander ausgespielt wurde, weil die im Hintergrund tatsächlich all diese Angebote zusammenführen. Ja, es macht absolut Not, also das ist Notwendigkeit, es ist nicht Not im negativen Sinne, sondern Notwendigkeit im positiven Sinne. Ja. Also das finde ich, wie gesagt, ich finde super, weil letztendlich auch dieses Wissen für den Mitarbeiter ja schneller zu einer Wertigkeit führt, also dieses Thema, wie wichtig ist derjenige, den ich jetzt vor mir habe, oder wie muss ich mich auf das Gespräch vorbereiten, wie viel Zeit darf ich mir nehmen? Also im Callcenter redet man ja gerne von dieser durchschnittlichen Behandlungszeit oder Average Handling Time, die aber in dem Moment nicht mehr wichtig ist, sondern eben wenn diese Werte, die ihr im Hintergrund zu einem Score ermittelt, sagen, okay, Achtung, das ist jetzt eine besonders wertige Situation, dann nimmt ihr die Zeit, von mir aus auch eine halbe Stunde oder auch eine ganze Stunde, und im anderen Fall kommt halt der Tipp, naja, fasse dich, wenn möglich, kurz. Das heißt jetzt nicht, dass es auf ein paar Sekunden hin und her ankommt, aber versuche da als Mitarbeiter in dem Fall ein bisschen pragmatischer zu sein. Und das ist ja das, was nachher dazu führt, dass der Kunde oder die Kundin oder der Kunde das Gefühl hat, ich kriege genau das, was ich auch brauche an Wertschätzung, und umgekehrt, das Unternehmen gibt jetzt auch sinnvoll das Geld aus im Sinne, da will ich investieren, da muss ich investieren. Beim anderen reicht vielleicht das Normale, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Es geht ja eigentlich letzten Endes darum zu erkennen, wo hat mein Produkt ein Potenzial, den anderen besonders erfolgreich zu machen. Und ich brauche ja nichts anzubieten, wo ich eigentlich ihm gar keine Leistung bieten kann oder eine geringe Leistung. Da kann ich meine Zeit mir eigentlich sparen. Umgekehrt, wenn ich sehe, dass der Match eben sehr, sehr gut ist und ich weiß, dass dieses Unternehmen meinetwegen ein Wachstumsunternehmen ist, dass hinter diesem Unternehmen, dass es sehr gut vernetzt ist in seiner Branche, dass das meinetwegen noch viele Tochterunternehmen hat oder Partnerunternehmen, wenn ich diesen Kunden gewinne, dass das dann ein Leuchtturm ist für all diejenigen, dann habe ich eine völlig andere Basis, mich erstens darauf vorzubereiten und zweitens auch tatsächlich zu investieren, ja, weil das, was ich damit erreichen kann, für beide Seiten, das ist mir wirklich total wichtig, mir ist dieses Win-Win. Ich glaube, dass langfristig nur Sachen funktionieren, genau, wenn der andere tatsächlich, also der Kunde, einen dauerhaften, nachhaltigen Vorteil davon hat.
Ja, da kommt ja dieser sofort der Satz hoch. Früher, vor vielen Jahren, hat man immer noch gesagt, der Kunde ist König, aber das ist Quatsch, weil es geht einfach darum, dass beide miteinander in sauberer Balance miteinander zusammenarbeiten können. Ansonsten macht es keinen Sinn und Genau, keinen genau. Spaß. Ja, also ich bin ja da einer, ich bekämpfe diesen Satz auch. Ich finde diesen Satz wirklich einen absoluten Nonsens. Nämlich deshalb, weil ich von meinen Lieferanten sozusagen auch erwarte, dass sie als Partner Spezialist sind in ihrem Bereich und mir Vorschläge machen können. Ich erwarte nicht von einem Lieferanten, dass ich ihm sage, was er mir gibt, sondern ich erwarte ihm eigentlich, dass er mich anschaut und sagt, also unser Unternehmen anschaut, und dass er sagt, also in der Unternehmensgröße, in der Branche, in der du unterwegs bist und sowas, da gibt es folgende Best Practices, die ich dir empfehlen kann. Und das hat ja mit König und Untertan gar nichts zu Nichts, tun. nee, genau. Also das ist sehr spannend.